Damit herzlich willkommen zurück zum Spiel FSV Frankfurt zu Hause mit Christopher Schorch und Patrick Ochs und Adel Cihi sowie Aydogan. Also echt gut bestückt gegen unsere Elf mit Toro Nariga, Kin Zombie, Tiefenbrunner Goldmann, Peitz, Dürholz, Harder, Fischer und Ditgen. Es wird talentierter, wird es damit auch besser. Das sehen wir gleich. Aber Favorit, ganz klar. Eintracht, ja. FSV Frankfurt, wir in Rot. Harder und Goldmann verstehen sich ganz gut. Kohlmann schickt Harder, das sieht gut aus. Flanke ist nicht so schlecht. Christopher Schorz ist da. Fischer, aber der Abschluss viel zu schwach. Ich kau gerade noch ein paar Wasabi-Nüsse, deswegen kann ich nicht die ganze Zeit durchkommentieren. Ich muss ja irgendwie bei Kräften bleiben. Stark. Aydogan gut gestört von Tiefenbrunner, unserem neuen Rechtsverteidiger. Fischer, Konter über Ditgen, den kriegt er noch. Viel zu früh reingeflankt und deswegen keine Gefahr. Patrick Ochs nun mit dem Befreiungsschlag auf Cihi. Jovanovic. Gute Grätsche von Kin Zombie, alles fair. Goldmann, Harder. Bisher sieht es wieder gut aus. Aber das sah es eben auch. Und dann hatte der Gegner zwei Chancen, macht zwei Tore und wir verlieren. Cihi verliert den Ball. Harder. Harder. Goldmann. Das wäre abseits gewesen von Fischer. Ornatelli mit dem langen Ball, aber gut abgefangen von Tiefenbrunner. Ditgen, Kin Zombie, zurück auf Ditgen. Der auf Dürholz, Ditgen, Tiefenbrunner, Ball läuft super, Ditgen, starke Flanke, Harder müsste den doch noch bekommen, bekommt ihn auch. Aber Pearson erobert den Ball. Tiefenbrunner sehr stark, Ditgen vorbei, aber dann so ein schwacher Ball, den Christopher Schorch da easy abfangen kann. Cihi. Adel Cihi, Toro Nariga, Kretsch dazwischen. Goldmann, Dürholz, Harder. Ball läuft gut. Goldmann, der Pass war schwach. Und Cihi im Abseits. Nee. Da ist die Linie aber auch ganz falsch eingezeichnet. Wer ist denn da so besoffen gewesen? Langer Ball. Fischer macht das gut. Läuft in Position. Oh, Dürholz, geh doch dahin. Tiefenbrunner, Flanke, Dürholz, nicht im Abseits, Riesenparade von Pearson. Das ist der Unterschied, warum wir unten drin stehen und die anderen oben. Wir machen die Chancen einfach nicht. Aber warum war denn Dürholz da nicht im Abseits? Der war doch 100 Meter alleine und der ist nicht so schnell. Tiefenbrunner. Aber Ditgen war da nicht im Abseits. Nein, nein, nein. Vorne der Stürmer. Fischer ja, aber Ditgen nicht. Tiefenbrunner stark. Kinsomi muss den noch haben. Tiefenbrunner. Der Ball läuft da hinten echt super. Peitz. Dürholz. Harder. Kohlmann macht mit. Mit der Flanke auf Fischer, aber der geht nicht mal hin. Goldmann. Dürholz. Schlechte Ballannahme. Geht gut. Goldmann, schöner Ball auf... Na, Tick zu lang. Idee war gut, Dürholz da zu schicken. So, Lotte führt schon wieder. Setzt uns enorm unter Druck, die Kicker von Lotte. Cihi wird da fair vom Ball getrennt und Kohlmann schlägt ihn dann ins Aus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ornatelli mit der Flanke. Torwart muss dahin, ist da. Note 6,0. Goldmann, Dürholz, Peitz, wieder alle im Abseits, Dürholz, Fischer, der kommt da vorne einfach nicht zur Geltung. Ditgen mit dem Ballverlust, starke Grätsche von Peitz, Fischer, Ditgen müsste jetzt genau Tiefenbrunner schicken, der zurück, oh nee, auf Peitz. Und der wird da weggegrätscht, 11 Meter, total unnötig. Harder schießt und Harder trifft 1:0 durch Tamo Harder.
per Elfmeter. Torunariga ist der Erste, der jubelt. So muss das sein. Nicht stark geschossen, aber es reicht, Gott sei Dank. Wobei, der ging schon gut in die Ecke, aber nicht halt so flach und mit der Schärfe, wie das man schießen könnte. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. Jo, dick im Abseits, Torunariga am Boden. Gehen wir mit der Halbzeitführung hier gegen den Tabellendritten in die Halbzeit, Fragezeichen. Wer absolut verdient. So, Fischer. Und damit ist Halbzeit, der pfeift uns den Angriff eiskalt ab. Mainz führt, die hinter uns liegen. Bremen führt, die hinter uns liegen. Lotte führt. Und Regensburg führt auch schon wieder. Wir müssen hier unbedingt gewinnen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aggressiver die Ansprache halten. Dittgen, du brauchst keine Panik haben. Was ist los mit dir? Hader auch nicht. Fischer muss ich nochmal motivieren. Der kann vorne noch ein bisschen mehr ackern. So. Ich lasse die Aufstellung erstmal so. Es gefällt mir alles eigentlich. Untypisch für mich, nicht zu wechseln. Aber ich wüsste nicht, was. Fischer. Leider abgeblockt. Das wäre so am ehesten einer für die... Och, da hatte der den Ball doch. Und dann ist irgendwie so ein komischer Leck gewesen und der Ball war weg. Leck und Ball weg. Toll. Schurch. Christopher Schurch. Der Ball darf da eigentlich nie so einfach durch. Aydogan, der bisher von Tiefenbrunner gut im Griff gehalten wird. Fischer, das macht er mal gut. Hader wird umgegrätscht, muss gelb geben. Gibt auch gelb. So, bitte kurz ausführen. Da ist jede Menge Platz. Stattdessen bolzen die den lang. Da ist aber auch Tamo Hader und der macht dann so eine komische Flanke. Da können wir vielleicht mal reagieren, aber Hader ist andererseits auch gut in Form. Goldmann. Oh, geh entgegen. Da kann der Goldmann nichts für. Der Pass war optimal eigentlich. Kohlmann, Harter, Dürholz meldet sich, kriegt den Ball. Fischer, was macht der denn? Warum nimmt der manchmal den Ball nicht an? Das ist einfach scheiße programmiert vom Fußballmanager. Ganz ehrlich, EA, das ist eine Rotze. Dittgen, Peitz, Fischer, Dittgen, als könnten die alle nichts, weißt du? Dietrich, Fischer, stark, aber leider daneben. Ja, dann 60. Minute. Hader geht schon auf dem Zahnfleisch, genauso wie Peitz und Kohlmann eigentlich auch. Torunariga wechsle ich nicht aus. Goldmann eigentlich auch nicht. So, Dreifachwechsel. Azemi vorne rein, Meier auf links und Pezzoni trotz Formkrise übernimmt er jetzt die 6 für Goldmann, der in seinem ersten Spiel durchaus zu gefallen wusste. Peitz, Dürholz, der neue Azemi auf Meier, der war nicht im Abseits und Pearson muss daran. Gute Aktion hier von den beiden Neuen direkt. Das wäre der Knockout-Punch gewesen. Tiefenbrunner ist einfach Wahnsinn als Rechtsverteidiger. Gefällt dir mir geil, ey, der gewinnt da jeden Zweikampf. Dürholz, leider nicht am Ball. Aydogan. Oh oh, jetzt ist Tiefenbrunner mal schlecht am Stehen. Tiefenbrunner kommt aber hinterher gegen Aydogan und macht das stark. Schiri, das war, der geht doch da nur zum Ball. Jetzt wird es nämlich brandgefährlich, weil unser Torwart ist eine Luftpumpe. Aber Torunariga ist da und löst die Situation. Spielt auch seinen Ex-Teamkollegen Meier. Pezzoni, Meier, Pezzoni auf Dürholz, der sieht Azemi, Azemi sieht der Meier, sieht er. Dittgen läuft ein, Meier muss jetzt das Ding bringen mit seinem schwachen Linken, bringt den Ball auch, aber kommt damit nicht rum, weil es wie gesagt der linke Fuß ist. Trotzdem bringt wieder ein bisschen Zeit.
Und wir sind aktuell noch auf 3-Punkte-Kurs. Azemi kann Meier wieder schicken. Azemi kann Meier schicken. Azemi kann Meier immer noch schicken. Kann es selber machen. Aber schießt daneben. Aber gut durchgetankt. Ich dachte, er macht den jetzt auch noch rein, nachdem er am Torwart vorbei war. Oh, bitter. Wir sind immer noch das bessere Team. Hoffentlich wird diesmal belohnt und nicht wie gegen den Tabellenzweiten mit 0 Punkten belohnt. Meier, Dürholz bietet sich eher hinten an. Azemi sollte angespielt werden und fast ein Eigentor. Heidmeier macht das da nicht ungefährlich. Aber Pürsson fängt den Ball. Als Heimteam ist FSV Frankfurt aber ganz schön schwach, muss ich sagen. Aber wollen wir nichts beschwören. Azemi, Meier läuft in Position, aber ist nicht anspielbar. Und deswegen verliert Azemi den Ball. Peitz, Dürholz wieder auf Azemi. Der dreht sich gut, spielt den Ball auf Dittgen. Das ist stark, aber Dittgen ist ein bisschen zu langsam. Ich finde, der wäre durchaus machbar gewesen, noch zu bekommen. Aber was weiß ich denn schon? Ich weiß nur, dass Arne Meier hier den Ball wieder stark abfängt. Arne Meier, man sieht, ihm fehlt das Tempo mit der frühen Flanke Richtung Dittgen, aber so geht das nicht. Das macht er manchmal noch zu unclever, der Arne Meier. Aber wie gesagt, er muss erstmal Spielpraxis kriegen, der wird schon mit der Zeit besser. So, Tiefenbrunner zieht sie jetzt nach außen, das ist ganz schlecht. Also in die Mitte zieht sie ihn, denn da muss Kind Zombie nämlich nach außen und in der Mitte ist alles frei. Aber geht gut, erstmal. Tiefenbrunner immer noch nicht außen. Und Jovanovic war nämlich schon in Position gelaufen, wollte einen Fallrückzieher. Jetzt mal ein Konter, die sind mit allen Mann vorne. Die sind mit allen Mann vorne. Mann, und dann, was, wie kann denn das Abseits? Oh, dann läuft er ins Abseits, das ist so dumm. Wie kann man denn so einen Konter so wegwerfen, ey? Oh, das gehört eigentlich bestraft. Wir verdienen hier keine 3 Punkte, wenn du so schlammst. Meine Fresse, da waren die mit allen Mann vorne und wir verwerfen die scheiß Chance. Ball halten, bitte keine Fehlpässe, danke. Dürholz auf Meier, der steht schon wieder im Abseits. Es ist doch zum Kotzen, dieses scheiß Abseits. Es regt mich seit 3 Parts auf. Ja, ich gucke erst seit 2 Parts, aber ist gefühlt ist ein 3. Part. Stark da, Junge, stark. Gut dazwischen gegangen. Und wir haben sogar Einwurf. Weltklasse, Junge, Weltklasse. Pezzoni, der muss zum Ball, aber der Pass war auch scheiße. Der verhungert ja da unterwegs. Abseits, danke. Danke. Jetzt darfst du bitte lang schießen, nicht kurz. Keine Experimente mehr hier in den letzten Sekunden. Arne Meier, bitte einfach lang nach vorne, Ding. Lang nach vorne. Ja. Oh. Schäfer. Stark. Bitte kein Angriff mehr. Wehrt das Ding ab. Oh, abseits, Gott sei Dank. Das müsste es doch gewesen sein. Wir fahren 3 Punkte ein gegen FSV Frankfurt. Kind Zombie, Azemi, Ballgewinn und verteilen. Stark. Auf Pezzoni. Jawohl. Und weiter. Ah, schade. Das war's. Ja! 3 Punkte! Wichtige 3 Punkte. Hinten zu 0, vorne endlich mal einen geknipst. Geil. Ich weiß gar nicht mehr, wer das Tor gemacht hat. Egal. 3 Punkte, Junge. Toru Nariga klatscht direkt ab. Ach, Hader per Elfmeter. Patrick Ochs hat rot gesehen, hä? Hä, wann gab's denn die rote Karte? Habe ich da gepennt? War ich da nicht anwesend? Regensburg verliert noch, Gott sei Dank. Was macht Lotte? Die verlieren auch. Sehr guter Spieltag für uns. Sehr, sehr wichtige 3 Punkte, wie ihr seht. Wenn es euch gefallen hat, wir haben absolut verdient gewonnen. Kein Schuss von Frankfurt, mehr Ballbesitz von uns und das auswärts. Also wir haben nicht die Härte Auswärtsschwäche. Arne Meier wieder mit Spielzeit. Also, wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann Daumen nach oben geben. Ich denke, es kommt so langsam hier in Holstein. Ein kleines Holstein-Feeling.
Und Kommentare schreiben könnt ihr auch gerne, wie euch das Spiel gefallen hat, welche Transfers ihr euch wünschen würdet, wenn ihr Jugendspiele übernehmen wollt. Ansonsten ist in der Videobeschreibung jede Menge zum Anklicken und Entdecken. Zum Beispiel mein iTunes-Podcast-Link, meine Facebook-, Twitter- und Instagram-Seite, meine Homepage healfuck.de/blog und natürlich alles weitere, also einfach mal in der Videobeschreibung plündern. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Empfehlt mich euren Freunden weiter. Das würde mir mega helfen, damit hier mehr Leute zugucken. Denn ich gebe mir doch ein bisschen Mühe. Das müsst ihr doch erkennen. Bin immer mit Herzblut dabei und ich hoffe, das zahlt sich irgendwann aus. Also danke, bis zur nächsten Folge zum Nachbericht und vielleicht diesmal eine Sofortberechnung. Ciao, ciao, euer Healfuck.de.